Wir wollen mit euch über den Personalausweis sprechen, und zwar nicht um diese Karte, sondern um das, was man damit noch machen kann. Unter anderem eine Alternative schaffen zu Username und Passwort. Denn Username und Passwort ist zwar schön und gut, aber wie wir sehen werden, für einige Anwendungen nicht besonders toll. Genau. Wir fangen kurz mal eine kurze Vorstellungsrunde an. Ich bin der Maximilian. Falls wir nachher nochmal besprechen, reicht Max völlig aus. Das ist ansonsten, geht zu viel Zeit verloren. Ich bin 35 Jahre alt, bin seit 2011 in der Softwareentwicklung tätig. Habe den Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung von der Pike auf gelernt, war viel im Telekommunikationsbereich tätig, bin jetzt seit 2 Jahren bei der Adesso, einmal ganz kurz zurückrechnen, im Bereich Public, die Line of Business Public. Die kümmern sich so um Ämter, Behörden und so weiter, daher kommt auch der Bezug zum Personalausweis, da den direkten Vergleich. Genau. Ansonsten grundlegende Skills, man sieht, ich bin viel im Java-Bereich tätig, allerdings auch, um dann gegen das Ende da zu gehen, viel im Security-Bereich, was OAuth, EID etc. angeht. Das ist so ein bisschen mein Metier, wo ich zu Hause bin, daher auch die Präsentation. Ja, ich bin, jetzt muss ich aufpassen, auf dieser Konferenz heiße ich Merlin, das hat der Organizer so gewünscht. wie auch von Adesso Law Public, ich bin ein ganz klein bisschen weniger da. Ich habe auch 10 Jahre Java-Erfahrung und bin da jetzt hauptsächlich in architekturiellen Themen tätig und ausdrücklich nicht in dem Security-Bereich, dafür habe ich Max mit. Ansonsten, ich bin eigentlich, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es auch mehr machen, leidenschaftlich Segelflieger und Fluglehrer. Da können wir auch noch viel länger drüber sprechen als über die Themen. Und spiele viele Volleyball, immer mal wieder, sobald es passt. Wir haben uns überlegt, wir fangen das Ganze anhand eines Beispiels, das ihr eigentlich alle sicherlich schon erlebt habt und vielleicht noch mehr erleben werdet. Vielleicht war es damals, wenn es ein paar Jahre schon her ist, nicht so schlimm wie jetzt. Aber es geht um den Umzug. Für mich als jungen Familienvater ist das besonders stressig, weil man muss sich mit Leuten wie Schwiegereltern und Eltern, die helfen wollen, auseinandersetzen. Man muss ein Kind dabei managen und gleichzeitig muss man auch noch sehr viel Kram aus einer kleinen Wohnung in eine möglicherweise größere Wohnung oder ein Haus umziehen. Das ist schon genug Hantier und dauert schon lange. Was man dann auch noch leider machen muss, und das ist aufs Amt gehen. Wer war letzter Zeit mal auf dem Amt? Wie lange habt ihr gewartet? Ihr Glücklichen. Wer war ohne Termin da? Und dann wichtige Frage. Respekt. Also generell zur Ummeldung. Eine Ummeldung ist immer dann notwendig, wenn wir den ständigen Aufenthaltsort oder Wohnsitz ändern. Und zwar muss das geschehen innerhalb von 2 Wochen. Es darf nicht vorher passieren, es muss danach passieren und es muss innerhalb der 2 Wochen passieren. Auch wenn man innerhalb von Aachen umzieht, so wie wir. Das stellt einem vor so ein paar Probleme. Denn erstens ist diese Versäumnis überraschend teuer und irgendwann muss man sie machen. Und je länger man wartet, desto größer ist die Rechnung und die kommt sofort. Wenn man sagt, ich brauche eine Adressänderung, dann sagen die, wie lange wohnen Sie denn hier? Mietvertrag oder Kaufvertrag? Ja, so lange? Ja, schön. Fahrwarnentgelt der letzten 3 Jahre. Ich habe das in Aachen mal gemacht. Unten ist Stand 6.6. habe ich das abgerufen. Einen Termin für eine Wohnsitzab- oder Ummeldung. August 2023, das ist nicht, weil ich August 2023 einen Termin haben wollte, weil ich da umgezogen bin, 2 Tage vorher. Das ist der erste freie Termin. Also 2 Monate anstatt 2 Wochen. Gut, für einen lang geplanten Umzug wie in ein Haus oder mit Kind und Kegel umzuziehen, mit 30 sollte man das schaffen, 2 Monate im Voraus zu planen. Ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit final endlich mal aus meinem Studium rausgefallen und ich muss sagen, innerhalb des Studiums waren 2 Monate eine verdammt lange Zeit. Und ich kenne einige Leute, Kommilitonen rechts und links, die haben wirklich Verwarnentgelder bezahlt. Und dabei könnte es eigentlich so einfach sein. Denn was passiert da? Wir kriegen so ein Formular in die Hand gedrückt. Das sollen wir ausfüllen.
Mit Informationen, die ihr witzigerweise bei der Meldebehörde schon lange vorhanden sind. Wer bin ich? Wann bin ich geboren? Wo wohne ich? Da muss alles ausgefüllt werden. Und auch nochmal für den neuen Wohnsitz. Und für alle, die da wohnen, das ist jetzt nicht nur ich, das sind es dann auch meine Frau und mein Kind. Und dass wir jetzt in Aachen wohnen, wo wir vorher auch schon in Aachen gewohnt haben, müssen wir es der Meldebehörde trotzdem mitteilen, dass wir jetzt aus Aachen nach Aachen umgezogen sind. Das Irrwitzige daran ist, ich fülle das aus, legt das jemand auf den Tisch, der tippt das ab in sein Computersystem und dann kriege ich einen Stempel drauf. Kostet wohlgemerkt 5 bis 20 Minuten Zeit, ist richtig. Aber es sind doch echt extrem viele Arbeitsschritte. Und eigentlich können wir das doch selber ausfüllen. Und dann schicken wir es in das Einwohnermeldeamt. Da steht dann hier, die drei Anträge sind reingegangen. Und mit dem Eingang ist ja klar, okay, ihr habt die Information, jetzt ist die 2-Wochen-Frist erstmal rum. Jetzt habt ihr eure Bearbeitungszeit, ihr könnt euch dafür auch einen Monat nehmen oder zwei. Ist mir egal, aber ihr habt die Daten rechtzeitig. Und ihr könnt auch damit schon mal arbeiten. Und irgendwann kriege ich dann halt so eine Meldebescheinigung digital oder per Post zurück oder werde aufgefordert, einen Termin für eine Änderung im Pass zu machen. Da kommt dann dieser Aufkleber rein, dass ich umgezogen bin. Schön und gut. Kein Ganze auch, wie gesagt, ich bin Architekt, ich mag Boxes and Arrows. Auch so aussehen, ne? Wir haben da irgend so ein Meldeportal, da melde ich mich an und stelle den Antrag, habe da vorher so ein Servicekonto angelegt, weil das brauche ich eh, wenn ich irgendwie Sperrmüll beantragen möchte oder sowas. Und dann geht das da in diese Bearbeitung und irgendwann kommt da die MitarbeiterInnen und bearbeitet das. Und danach ist fertig. Wunderbar. Danach machen wir einen Termin. Am besten sagt das System schon, hier ist deine, du bist fertig umgemeldet und hier ist dein Ding, da ist dein Termin, da kannst du dein Perso ändern. Jetzt gibt es mit dem Modell ein kleines Problem. Was war zurück? Jo, sorry. In dem Modell gibt es leider ein kleines Problem. So, Merlin hat sich jetzt in dem Portal des Einwohnermeldeamts 2.0 in Aachen registriert. Das heißt, er ist da hingegangen, hat seine Daten persönlich angegeben, wo er vorher gewohnt hat. Die neuen Daten muss er ja sowieso angeben, das ist klar. Aber auch, wo er vorher gewohnt hat, hat er jetzt alles manuell angegeben. Und jetzt haben wir das Problem, in unserem Modell fällt ja die Mitarbeiterin, die den Personalausweis vor Ort kontrollieren kann, um zu gucken, ob das auch wirklich stimmt, was er da erzählt, ob er wirklich quasi vorher in der alten Adresse gewohnt hat und auch wirklich Merlin ist. Das entfällt hier in diesem Modell gerade, weil Merlin hat die Daten nur manuell eingetragen. Das heißt, die Mitarbeiterin hat zwar die Daten, aber ihr fehlt die Kontrollinstanz. Das heißt, das Vertrauenslevel der Daten, die Daten, die Merlin gemacht hat, ist nicht besonders vertrauenswürdig, weil er hätte ja auch Blödsinn reinschreiben können oder falsche Sachen. Um das Problem zu lösen, gibt es die sogenannte eIDAS-Verordnung der EU. Diese definiert Vertrauenslevel von Daten unter anderem. Da gibt es drei grundsätzliche Vertrauenslevel, Low, Substantial und High. Wir werden jetzt hier in unserem Beispiel nur auf Low und High eingehen. Substantial ist so, wie gesagt, ja so ein bisschen dazwischen. Da Merlin die Daten selber eingegeben hat und sie nicht durch irgendein oder irgendetwas verifiziert worden sind, ist das Vertrauenslevel hier low. Für einen Ummeldeprozess geht das natürlich gar nicht. Wir wollen High-Daten, beziehungsweise dieses Einwohnermeldeamt will natürlich Daten mit dem Vertrauenslevel High. Um das zu schaffen, brauchen wir jemanden, der die Daten von Merlin vorher verifiziert hat. Das heißt, Merlin darf sich nicht in dem Sinne einfach bei dem Portal registrieren, sondern jemand muss die Daten entweder innerhalb des Portals verifizieren oder, und das ist das, was häufig gemacht wird, es kommt ein sogenannter Identity Provider ins Spiel, in dem Fall ein E-Identity Provider, weil wir sind in der Digitalisierung. Es ist eine E-ID, eine Electronic Identity, die Merlin dort geschaffen hat durch die Registrierung. Und die muss vorher verifiziert werden. Wie das verifiziert wird, stellen wir erstmal noch dahin. Ob da jetzt einer bei Merlin vorbeigekommen ist und die Personalausweise kontrolliert hat, ist völlig egal. Der E-ID Provider hat die Daten verifiziert und damit, wenn wir diesen nutzen, das kommt jetzt gleich im nächsten Beispiel, ist das Vertrauenslevel der Daten, ich betone das mit Absicht so, sehen wir gleich warum, auf High gehoben, von Low auf High, indem Merlin halt nicht mehr die Daten selber nur angegeben hat, sondern indem sie durch ein EIDP verifiziert worden sind. Cool. Wie gesagt, ich bin Architekt, ne? Er hat mir gesagt, binden externes System an, ist überhaupt kein Problem. Mache ich das halt. Ne? Wir haben jetzt da, das System ist dasselbe, außer dass ich jetzt eine externe Person bin. Das ist ein Tippfehler im UML gewesen. Aber
Nichtsdestotrotz, ich melde mich weiterhin bei dem Portal an und sage so, ich bin umgezogen, ne? Und das ist mein ERD. Und der ERD-Provider ist ein externes System. Das sprechen wir an. Das wird angesprochen und sagt, hier, der Merlin hat sich bei uns gemeldet. Und er sagt, er hat da gewohnt. Stimmt das? Und dann sagt er, jo, hier, da hast du die ERD von Merlin. Die ist auch echt und die ist richtig. Und wir sind zertifiziert, dass wir richtige Informationen ausgeben und zuverlässig vertrauenswürdige Informationen ausgeben. Und da steht drin, der Merlin, der wohnt ja tatsächlich in Aachen. Wunderbar. Damit kann ich doch jetzt dahergehen und sagen, okay, ihr wisst jetzt, wo ich wohne und ihr seid euch auch sicher, dass ich da gewohnt habe. Und hier ist übrigens die Adresse, wo ich neu wohnen möchte. Und damit ihr das intern als MitarbeiterIn noch verifizieren könnt, habt ihr hier auch noch einen Scan von meinem neuen Mietvertrag oder von meinem Kaufvertrag. So, dann habt ihr doch alle Informationen, könnt das fertig machen. Das System geht wieder, schickt das weg mit dem Anhang. Guckt euch das an, hier ist meine EID-Mitarbeiter und sagt, ah, guck mal, passt alles zusammen, ja. Das passt auch zusammen laut Mietvertrag, was du da angegeben hast. Alles klar, Stempel drauf, kannst kommen, kriegst einen neuen Personalausweis. So, jetzt haben wir ein zweites Problem. Hä? Ja. Woher wissen wir, dass diese externe Person, die da sich am Portal angemeldet hat, Username, Passwort, auch wirklich Merlin ist? Also, sitzt Merlin vorm Computer und klippt die Daten ein oder ist das jemand, der Merlin schaden möchte, indem er ihn ummeldet? Jetzt ein bisschen abstraktes Beispiel zugegebenermaßen. Böse Ex oder irgendwie sowas, keine Ahnung. woher wissen wir, Username, Passwort ist jetzt nicht so richtig secure. Das heißt, wir müssen auch das Vertrauenslevel der Authentifizierung, Username, Passwort, ist in diesem Fall genauso low, weil Username, Passwort kann jeder gehackt. Wissen wir alle, Passwörter sind potenziell unsicher. Wie das am Ende mit Fido Passkeys läuft, können wir dann morgen nochmal in Erfahrung bringen. Aber jetzt erstmal in unserem Beispiel, Username, Passwort ist nicht unbedingt sicher. Und auch hier greift die EIDAS-Verordnung, indem sie halt auch das Vertrauenslevel der Authentifizierung, also nicht mehr der Daten wie vorher, das ist, wie valide sind die Daten, die Merlin uns angegeben hat, beziehungsweise jetzt geht es um das Vertrauenslevel, das Assurance-Level der Authentifizierung. Also sitzt wirklich Merlin vorm Rechner. Auch hier wollen wir natürlich als Behörde High haben. Und das erreichen wir in Deutschland nur mit der Authentifizierung über den elektronischen Personalausweis bzw. den elektronischen Aufenthaltstitel. Gibt nichts anderes, in anderen Ländern mag das ein bisschen anders sein, aber um sicher zu gehen, dass Merlin vor dem Rechner sitzt und damit das Assurance Level High haben, muss die Authentifizierung über den Personalausweis laufen und auch hier hilft uns der EID-Provider wieder. Super. Habe ich dafür auch eine Lösung. Geil. Also, wie sieht das Ganze jetzt bei uns aus? Username, Passwort ist weggefallen. Also wir melden uns vielleicht noch bei diesem Portal an. Aber das ist für diesen Anwendungsfall nicht wirklich wichtig. Wir kommen beim Ummeldeportal an und sagen, hier, ich möchte was machen. Und das Ummeldeportal sagt aber, ja, aber wer bist du? Wer bist du? Kenne ich nicht. Mache ich nicht. Geh dich mal bitte authentifizieren. Und er leitet uns weiter an das ERDP-System. Für den Login. Das heißt, das Ummeldeportal hat überhaupt keine Nutzerdaten in dem Sinne vorliegen über Username, Passwort und sonstige Geheimhaltungsdaten, sondern die werden erstmal ans EIDP-System geschickt. Melde dich da erstmal an, bevor du mit mir sprichst. So ein bisschen wie so ein Frontdesk, der jetzt schon da ist. Das EIDP-System bindet dann eine externe Authentifizierung, so ein Kartenleser ein. Der absolute Standard, weil ist die veröffentlichte Referenz dazu, ist die Ausweis-App 2. Hat die irgendjemand schon mal benutzt? Okay, das ist überraschend viel. Ich persönlich habe sie nicht benutzt. Ich kann da wenig zu sagen, denn ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, da meinen Personalausweis zu benutzen. Fand ich immer. Jetzt geht's besser. Jetzt habe ich es verstanden, dass das doch gar nicht so unsicher ist. Also, ich halte meinen Personalausweis vor diesen Leser. Der liest den,
verifiziert den und meldet an das RDP-System zurück, jo, der hat tatsächlich diese Plastikkarte in der Hand und der scheint tatsächlich dieser Merlin zu sein, der er sein möchte. Nach dieser Verifizierung geht das Ganze dann wirklich zurück ans Portal. Und da kommt dann unsere EID an. Auch da mit den High-Informationen, die wir schon vorher hatten, also wo hat er vorher gelebt und alles. Und auch mit der Information, ja, der sitzt wirklich vor diesem Endgerät. Das heißt, das, was der jetzt da eintippt, ist tatsächlich das, was er uns auch sagen würde, wenn er auf dem Amt sitzen würde. Zusammen mit dem Hochladen von einem Mietvertrag oder einem Kaufvertrag sind dann tatsächlich alle Informationen endgültig da, dass die Mitarbeiterin das auch wirklich bearbeiten kann. Sie weiß, ich bin es tatsächlich. Sie weiß, welche Daten es gab und dass die wirklich richtig sind. Und sie kann verifizieren, dass alles, was ich angegeben habe, der Wahrheit entspricht durch den Mietvertrag. In der Hoffnung, dass das so durchgeht, schicke ich die ganzen Daten ab, sie kommen zurück und wir können einen Termin machen, um endlich den Pass zu machen und nicht mit einem kleinen Kind bei 30 Grad lange, lange auf einen Termin zu warten. Oder 5 Minuten in der Dings zu sitzen. Genau. Okay. Wir verlassen jetzt das Beispiel und werden ein bisschen technischer. Das, was Merlin jetzt einmal im Abstrakten erzählt hat, versuche ich jetzt nochmal ein bisschen technisch aufzuarbeiten. Deswegen haben wir jetzt auch ein Sequenzdiagramm genommen, nicht mehr halb UML. Also nochmal ganz kurz erklärt. Merlin oder wer auch immer möchte halt auf dieses Unternehmensportal zugreifen. Dieses, nicht Unternehmensportal, Ummeldeportal. Dieses redirected auf den EIDP. Sagt halt, also du bist nicht authentifiziert, bitte geh erstmal zu unserem EIDP, den wir unterstützen und melde dich quasi bei dem an. Wir folgen diesem Redirect. Man sieht, das ist jetzt so ein bisschen browserbasiert mit Redirect und so weiter und senden die Authentifizierungsanfrage an den EIDP. Die entsprechenden Verordnungen sehen vor, beziehungsweise dass diese Authentifizierungsanfrage zweierlei Art sein kann. Einmal SAML 2.0 und zum anderen im OIDC-Kontext. Die meisten Implementierungen, die bis jetzt auf dem Markt, insbesondere bei Behörden, verwendet werden, sind SAML 2.0. Das ist das meiste. Servicekonto Niedersachsen etc., Servicekonto NRW und Bund-ID und so weiter und so fort. Das ist also dann, wer sich im SAML ein bisschen auskennt, der sogenannte Aus-End-Request, den wir dann an den EIDP quasi weiterleiten in dem Redirect. So, der verifiziert die Daten. Da fehlt Text, ist gut. Über die Ausweis-App 2 in dem Fall. Als Beispiel. Nach wie vor Beispiel, Ausweis-App 2. Das kann jede andere App sein, die verifiziert ist, Daten aus dem Ausweis zu lesen. Wie gesagt, der größte, verbreitetste, bekannteste ist die Ausweis-App 2. Das heißt, ich halte mein Handy an meinen meine Karte an meinen Kartenleser. Das kann tatsächlich mein Handy sein. Die Ausweis-App 2, solange man im selben WLAN ist, unterstützt das tatsächlich. Dann wird abgefragt, wer. Koppel, merke ich. Dort wird dann einem nochmal angezeigt, wer denn die Daten jetzt haben möchte und auch welche Daten. Das gebe ich dann mittels eines PINs frei. Die Daten werden ausgelesen. Wer das darf, wer das verifizieren darf, das ist staatlich komplett geregelt. Da muss man einen ziemlich krassen Verifizierungsprozess durchlaufen. Schon allein nur, um als EIDP aufzutreten. Wenn ich noch sowas machen möchte, wie ich bin eine Ausweis-App 2, also das ist ein bisschen doppelt belegt, der IDP-Begriff leider. Das eine sind Service-Provider sozusagen, die halt die EID auslesen, beziehungsweise die Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Das andere sind die Betreiber von zum Beispiel einer Ausweis-App 2, Governicus etc. Die sind auch als IDP eingetragen, das ist so halb doppelt belegt leider. Der Prozess ist noch viel schlimmer, beziehungsweise aufwendiger. Aber nichtsdestotrotz machen wir von Adesso das gerade. Genau. Wenn wir die Daten ausgelesen haben, werden die zurück an den EIDP gesendet. Es erfolgt die Aufforderung eines Redirects zurück an das Ummeldeportal mit den Ausweisdaten, im SAML-Kontext dann der SAML-Response. Wir folgen dem Redirect und das Ummeldeportal gewährt uns entsprechend Zugang. Wer jetzt denkt, ich muss mich erst bei dem EIDP in irgendeiner Form registrieren, das kann sein, das muss aber nicht sein. Die meisten EIDPs laufen tatsächlich rein über den Ausweis.
Das heißt, die lesen den Ausweis aus und damit habe ich ja sozusagen zweimal das Assurance Level High, wollten wir ja haben, erfüllt, indem ich halt meinen Ausweis als Authentifizierungsmethode rein benutze und die Daten gleichzeitig ausgelesen werden. Damit habe ich auch gleichzeitig das Vertrauenslevel der Daten geschaffen. Genau. Das einmal technischer Natur. Wie gesagt, SAML ist die derzeit noch meist verbreiteste, gerade im Public-Bereich, Implementierung. Die hat ein Problem, die ist browserbasiert, es funktioniert nur im Browser, ne, weil ich stelle dann zwar eine Verbindung her, habe das dann cookie-basiert oder wie auch immer basiert, die Verbindung zu eIDP und meinem Browser. Deswegen ist das hier auch so browserlastig erklärt nochmal. Reicht für die meisten Anwendungen. Man soll ja nicht schlecht über ältere Herren reden, aber SAML hat ja auch nun inzwischen auch schon ein gewisses Alter. Ist aber trotzdem nach wie vor valide für die Anwendung. Wie gesagt, die 1:1 Beziehung Portal eIDP ist halt gegeben. Was auch möglich ist in diesem Kontext und auch explizit vorgesehen ist, ist eine sogenannte, wir haben es Reauthentifizierung getauft. Das ist zum Beispiel, wenn der eIDP mehrere Authentifizierungsmöglichkeiten anbietet. Zum Beispiel Personalausweis für das Assurance Level High, als auch Username Passwort, wobei da das Assurance Level der Authentifizierung ja wieder low wäre. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht nur ein Ummeldeportal haben, sondern wir haben das Stadtportal Aachen, reicht das Assurance Level Low vielleicht aus, um gewisse Dinge zu machen, zum Beispiel Mülltüten zu bestellen oder irgendwie sowas. Da muss ich nicht jetzt unbedingt wissen, dass wirklich Merlin davor sitzt. Wenn das einer in seinem Namen bestellt, ja, okay. Da reicht dann vielleicht Low aus. Wenn ich dann aber eine höher liegende Anwendung ausführen möchte, beziehungsweise Funktion ausführen möchte, zum Beispiel eine Ummeldung, das heißt, ich habe mich eingeloggt per Username, Passwort, klicke dann auf Ummelden, dann wird diese Reauthentifizierung verlangt, weil ich ein höheres Assurance-Level brauche. Das heißt, ich muss quasi meine Authentifizierung aufwerten und stelle dann fängt das Ganze mehr oder weniger wieder von vorne an. Dann werde ich halt wieder an den eIDP geleiten, diesmal mit der Information, wir hätten gerne diesmal ein Assurance-Level High. Dann werden in der Regel auch die Authentifizierungsmöglichen reduziert, in Deutschland, wie gesagt, auf den Personalausweis reduziert, sodass dann die neuen Daten zurückkommen und ich mich ummelden darf. Jetzt habe ich schon so ein bisschen über SAML und 1:1 Beziehungen und so weiter gelästert. Wir haben bei Adesso ein Produkt namens ODIS, das genau darauf abzielt, das zu lösen, dass wir nicht mehr rein browserbasiert sind, dass wir nicht mehr rein 1:1 haben. Und zwar indem wir statt eines SAML-Requests und SAML-Responses auf OIDC setzen. Das heißt, wir machen quasi genau das Gleiche, was wir vorhin gerade auch gemacht haben. Wir machen der Authentifizierungsrequest an den eIDP, in dem Fall Adesso, ist kein SAML-Request mehr, sondern ein ganz normaler OAuth-Request. Wer da noch so noch ein paar Informationen braucht, da gibt es, glaube ich, auch nochmal einen Vortrag zu. Gehe ich jetzt hier nicht weiter so tief drauf ein. Der Unterschied dazu zu SAML ist, wir stellen im Rahmen von OIDC, OpenID Connect, keinen SAML-Response zurück, sondern wir einen OpenID Connect ID-Token aus. Das ist nur der ID-Token, kein Access-Token, nicht verwenden, weil wir können ja als eIDP nicht sagen, du hast jetzt Zugriff auf irgendwas, sondern wir haben sozusagen nur die Daten. Aber im Rahmen vom OpenID Connect gibt es halt den OID, ID-Token und den Access-Token. Den Access-Token müsste dann das ausstellende System, zum Beispiel unser Unternehmensportal in dem Moment ausstellen, kann aber den ID-Token benutzen, den Adesso bzw. ODIS ausgestellt hat. Das ist ein JWT-Token. Ein JWT-Token sieht ungefähr so aus wie da, das ist ein bisschen encrypted, Base64 kodiert und enthält verschiedene Daten, unter anderem halt die Daten aus unserem Ausweis. Das Ganze ist verschlüsselt signiert und schön in sich validierbar. Kann ich in meine bestehende OAuth-Anwendung, OIDC-Implementierung wunderbar einbetten, indem ich entweder den ID-Token komplett übernehme oder mir einen eigenen daraus generiere. Sobald ich die Browserbindung verliere,
Ich habe einen Token. Das Schöne am Token ist, der Token ist nicht mehr browsergebunden. Und wenn ich nicht mehr browsergebunden bin, habe ich eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Zum einen, Architekt, verteilte Systeme. Tokens können jetzt weitergereicht werden, und zwar uneingeschränkt. Uneingeschränkt insofern, dass sie durchs verteilte System weitergereicht werden können. Ich weiß, das geht auch mit Sammel in gewissen Bereichen, aber halt nur begrenzt. OODC kann das tatsächlich. Sie sind vor allen Dingen auch vernünftig validierbar, im Gegensatz zu Sammel, und funktionieren in den meisten Frameworks, die halbwegs modern sind, sehr viel besser als die Sammel-Implementierungen. Ein weiterer Beispiel, den man nutzen könnte, der noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt, wäre auch so ein verteiltes Systemgerät, das Kfz. Das Kfz wird immer intelligenter. Das Kfz hat einen Rechner drin. Das Kfz ruft demnächst ganz alleine den Krankenwagen bei einem Unfall. Das Kfz bestellt im Fall von Tesla und sonst was schon mal vorab. Hier ist übrigens einiges wahrscheinlich kaputt. Schon mal vorab Teile. Warum kann sich das Kfz nicht selber ummelden? Weil man da mit dem Kennzeichen zur Behörde gehen muss, einen Termin vereinbaren muss und dann wieder mit Ausweis und so. Seht, wohin das führt. Ne? Wir sind bei fast dem gleichen Beispiel wieder. Obwohl wir eigentlich nur den Schein des Kfz dahinlegen und da sich ein Name drin ändert, die anderen Informationen sind alle schon beim Staat, zusammen mit einem Ausweis, deren Daten auch alle beim Staat sind. Wir können auch dieses Auto theoretisch einfach dahinstellen, sagen so, ich sitze jetzt hier drin, die Strafzettel gehen jetzt auf mich. Das heißt, dieses Fahrzeug meldet sich stellvertretend für mich oder stellvertretend für die Fahrerin an beim Verkehrsministerium hier. Ich bin jetzt übrigens das Auto. Funktioniert aktuell noch nicht, weil Kennzeichen in Deutschland eben personengebunden sind und leider nicht fahrzeuggebunden. In Niederlanden sieht das schon wieder anders aus. Da sind sie ein bisschen näher an dem System dran. Aber wie gesagt, das ist eher größere Zukunft. Genau. Das muss aber auch nicht beim Kfz halt machen. Das heißt EID. Es wird viel verstanden mit, ich authentifiziere eine Person, die vor einem Rechner sitzt. Aber warum muss man denn, gerade wenn man die Browsergebundenheit verloren hat, bei einer Person halt machen? Warum kann das nicht ein Auto sein? Warum kann das nicht der Fifi sein? Ich bin nicht mehr browsergebunden. Es muss keiner mehr davor sitzen. Und somit kann, ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, alles und jeder eine EID bekommen, die halt wirklich verifiziert werden kann, wo ganz klar dran steht, du bist das, mit dem Namen von mir aus, mit der ID, die wiederverwendbar ist, beziehungsweise referenziert werden kann. Und auch beim großen Thema KI. Ja, KI. Ja, ich hatte die Diskussion schon, warum möchtest du, dass ich eine KI mit einem Personalausweis identifizieren kann? Jein, möchte ich erstmal nicht. Das ist ja keine Person, nicht mal eine rechtliche Person. Definitionslücke, ich weiß, aber es ist keine, Stand jetzt ist es keine Person. Es wird aber dann relevant, wenn meine Oma mit 85 sich ummelden muss, weil sie endlich eingesehen hat, dass die Wohnung im dritten Stock vielleicht nicht mehr 85 Jahre altersgemäß ist und vielleicht in eine andere Wohnung umziehen sollte, vielleicht mit mehr oder weniger Betreuung. Auch diese Dame muss ich dann ummelden, auch das muss ich selber machen. Und ich kenne meine Oma, die mag keine Behörden und mochte sie noch nie und jetzt ist sie 40 Jahre älter als beim letzten Mal. Wow, schwierig. Warum da nicht die KI, die ja sowieso alle unsere Probleme löst demnächst, die Papiere ausfüllen lassen? Sie hat ja alle Informationen und weiß, wie der Prozess aussieht. Meine Oma durchblickt den Prozess vielleicht nicht mehr, aber die KI kennt den Prozess. Sind nur Gedankenspiele. Das Ganze mit der KI ist insgesamt ja noch sehr fluide in seiner Definition, aber es wäre möglich, da auch EIDs für zu verwenden. Sie sind dann keine Personalausweise. Also diese Denke, ne? Eine EID ist immer ein Personalausweis, vielleicht muss man das noch so ein bisschen auflösen. Eine EID ist eine elektronische ID.
die im ersten Schritt für Personen gilt. Die kann auch für Hunde demnächst gelten oder für Tiere, auch die haben Ausweise. Oder eben für Identifizierungen von KI. Mit dem, ich würde euch früher entlassen, weil es ist ein Werbetalk und ich finde das nicht so besonders toll, wenn so Werbetalks lange dauern. Ihr könnt uns natürlich gerne mit Fragen dazu löchern. Denn gerade mit Fragen, wozu kann man das denn sonst noch verwenden oder könnte ich das so und so verwenden, kommen wir weiter, weil das Produkt ODIS, das wir erwähnt hatten, es ist fertig, es ist im Prozess der Authentifizierung, der Auditierung und kann demnächst im Herbst höchstwahrscheinlich verwendet werden. Was wir damit alles machen können, wissen wir selber auch noch nicht. Und ganz besonders weiß das die öffentlichen Stellen nicht. Also kommt gerne auf uns zu, diskutiert damit, wenn ihr irgendeine Idee habt, wo ihr sowas einsetzen könntet, gerne. Damit würde ich euch früher entlassen, wenn keine Fragen sind. Ihr könnt natürlich auch während des Fragens gehen, ich will euch nicht festhalten. Ganz hinten. Die funktioniert derzeit noch mit der Ausweis-App 2, das ist völlig richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir das einmal vorführen können, wenn wir jetzt noch Zeit haben. Du kannst das einmal machen, vielleicht dazu. Aktuell ist es Ausweis-App 2. Genau, das liegt daran, dass wir noch keine Lizenz haben, selber AIDs zu überprüfen. Da sind wir im Prozess. Ich habe ja gesagt, ne, allein schon der Service Provider war schon nicht kompliziert. Dass wir selber die Identitäten wie die Ausweis-App 2 zum Beispiel überprüfen dürfen, ist wesentlich langwieriger. Sind wir drin, sind wir in den finalen Schritten auch tatsächlich. Deswegen ist es derzeit leider noch an die Ausweis-App 2 oder ähnliche gebunden. In Zukunft wird es dort entsprechend erstmal für den mobilen Bereich, ich könnte mir vorstellen, durchaus auch noch für andere Bereiche SDKs geben, die in Apps etc. von uns, von unseren Kunden dann entsprechend implementiert werden können, um halt das in der App selbst zu machen. Also nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind eine Krankenkasse oder sowas und wollen den User authentifizieren, damit Sie nicht halt erstmal nochmal den Sprung über die Ausweis-App 2 machen können, unser SDK einbinden und direkt innerhalb über das Telefon den Ausweis überprüfen. Die Frage verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz, weil ein EID-Portal ist, glaube ich, nur ein Infoportal. Beim EID-Portal? Ach so. Ach so. Unser Beispiel. Unser Beispiel. Ach so. Ja. Genau, dieses Beispiel spricht mit ODIS. Das heißt, das, was da EIDP war, diese externe Box, das ist ODIS. Oder Stand jetzt würde man höchstwahrscheinlich Governicus verwenden, dann halt mit SAML. Wir sind nur browsergebunden bzw. pseudo-browsergebunden mit den Sprüngen hin und her. Mit ODIS wären wir diese Browsergebundenheit los und könnten das Ganze halt ohne Browsersprünge, ohne Sprünge, will mich in meiner App authentifizieren, ich werde automatisch weitergeleitet in Firefox und wieder zurück, die könnten wir uns dann halt sparen. Genau, die meisten Implementierungen sind derzeit auf die Servicekonten gemünzt, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also hat also jedes Bundesland sein eigenes implementiert. Es gibt ein Servicekonto Bund, das jetzt ablösen soll. Das ist aber alles dieselbe Technik. Und für Unternehmen gibt es sogar noch von Elster das Unternehmenskonto. Aber es ist alles das Gleiche, es ist alles dieselbe Technik, es ist alles SAML. Weitere Fragen? Ja, bitte. Wenn ich jetzt schon ein Web-App habe, ist es dann jetzt irgendwie möglich, über diese Ausweis-App das zu integrieren, dass ich mich im Ausweis anmelde? Also Sie brauchen ja nur ein webmäßig ist ja schon jetzt alles klar. Sie brauchen quasi nur ein EIDP, ich würde da ODIS empfehlen. Nee, das geht nicht, weil dazu müssten Sie ja als Service Provider registriert werden. Das können Sie natürlich machen, den Prozess können Sie anstoßen bei der, ich weiß gar nicht mehr, wer dafür zuständig war. Lieber nicht. Irgendeine Bundeszentrale. aber das dauert. Und dann können Sie natürlich dahin gehen, da müssen Sie aber ganz schön Auflagen erfüllen. Ich glaube, das sprengt in der Regel ein bisschen den Rahmen. Sich einfach da bei einem EIDP einzukaufen, ist da, denke ich mal, tatsächlich die günstigere Variante. Ja, aber das geht tatsächlich, das ist relativ
also verhältnismäßig einfach. Da gibt es einen Registrierungsprozess als Unternehmen. Da müssen dann halt noch so ein paar Auflagen erfüllt werden. Die sind aber alle relativ moderat. Da muss angegeben, wofür wollen Sie das haben und so weiter. Und dann kriegen Sie aber eigentlich die Zugangsdaten. Bei SAML ist das ja auch der Issuer und dann müssen halt Zertifikate ausgetauscht werden. Ja. Genau. Aber wenn Sie sowieso im Web sind, dann ist es halt... Genau. Wenn Sie Username und Passwort selber checken in Ihrer Applikation, können Sie das machen. Dann haben Sie größere Umbauten natürlich vor sich. Wenn Sie eh schon etwas wie SAML oder sonst was Verteiltes haben. Wenn Sie dagegen schon OAuth implementiert haben, dann, wie gesagt, bietet sich ODIS tatsächlich an, weil das ist ein ganz normaler OAuth-Flow. Ne? Ohne Access, wie gesagt, nur ID. Man würde sozusagen nur auf den OAuth-Request, den Authorization Code Flow quasi anstoßen. Es läuft über den Authorization Code Flow Richtung ODIS anstoßen und man bekommt dann entsprechend den ID-Token zurück. Also nicht nur OAuth, sondern OIDC halt. Ja. Das lässt sich tatsächlich in dem Sinne, wenn man das schon hat, denke ich mal wesentlich einfacher integrieren, als wenn man da jetzt nochmal einen SAML-Kontext hochziehen muss. Weitere Fragen? Nicht. Gut. Nicht. Wenn die demnächst noch aufkommen, entweder da oder wenn sie heute und morgen noch aufkommen, der Desso-Stand ist vorne gegenüber der Popcorn-Maschine, direkt neben Vadim. Da können wir uns auch jederzeit nochmal wieder dazu treffen und nochmal wieder Ideen austauschen, genau, wie das denn alles so klappen kann und wie wir euch da helfen können, das einzubinden. Genau, sollten wir mal nicht da sein, weil wir sind ja, wir gucken uns ja hier auch gerne ein paar Talks an, sagen Sie einfach den Kollegen Bescheid, Sie wollen mit Merlin und oder Max sprechen, die kontaktieren uns und dann kommen wir geflogen. Das kriegen die schon. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, wir sehen uns sicherlich noch irgendwo Kaffeemaschinenstand oder andere Talks. Schöne Konferenz euch. Ciao.